Schütze und herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den Monat April und Anfang Mai. Da ich jetzt etwas spät dran bin, nehme ich auf jeden Fall die erste Maiwoche mit rein, vom Gefühl, dass ihr jetzt nicht benachteiligt seid, weil ihr hier auf jeden Fall eine Woche länger warten musstet. Ich muss kurz meine Schuhe ausziehen. Ja, dann lieber spät als nie, habe ich mir gedacht. Bei mir ist gerade einfach sehr viel los. Genau. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Was lege ich diesen Monat? Ich gucke in eine Neunerlegung. Was ist bei euch los? Was soll euch gesagt werden? Vor allem bei mir, ihr wisst, also die Schuhe sind jetzt doch nicht so leicht zum Ausziehen hier. Oh, jetzt. Ihr wisst, dass ich nicht immer nach den positiven Dingen frage oder dass ich hier ganz frei mal manche Dinge ausspreche, die manche jetzt vielleicht nicht aussprechen. Ich gehe jetzt gleich mal ins Mischen und ihr könnt das kleine Stück vorspulen, wenn ihr möchtet. Liebes Universum, bitte gib mir Einblick für meinen Schützen in den April, in den restlichen April und Anfang Mai. Was ist hier los? Was soll ich dem Schützen sagen? Was bringt den Schützen weiter? Sowas möchte ich wissen. Wo stagniert der Schütze vielleicht? Und wo kann man hier heute ansetzen, sodass es wirklich tatsächlich hilfreich ist? Ja, und was ist allgemein los? Was ist auch in der Liebe los? Wenn was los ist, was ist los? Ich habe hier so einen Lichtkegel, ich glaube irgendwo hier drüben. Mein Handy ist runtergefallen und die Kamera ist kaputt. Ich muss mal schauen, ob ich das reparieren lassen kann. Wundert euch nicht, ich weiß das. Genau, das kommt von diesem Riss in der Kamera. So, jetzt habe ich hier den Mischstab und euren Herzensmenschen. Und den Sarg. Ist hier ein Liedes aus. Der Sarg ist aber eigentlich eine für mich sehr positiv zu deutende Karte. Es ist nämlich immer ein tatsächliches Ende, ja. Aber nach so einem Ende kann es auch nicht wieder so einen Leier anfangen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ha, da kommt der Herzensmann. Lieber Schütze, ich gehe immer für eine Schütze-Dame aus. Wenn du ein Schütze-Mann bist, bitte dreh dir die Geschlechterrollen um. Nach so einem Ende kann einfach nicht nochmal wieder ein... Kennt ihr das, Dinge, die sich immer im Kreis drehen? Sowas ist es dann nicht. Wenn so ein Ende reinkommt, dann ist es auch ein anderer Anfang, falls es nochmal anfängt. Möchte ich jetzt dazu sagen. So, fertig gemischt. Ich schau mal rein. Bitte seid geduldig. Manchmal muss ich da auch reinspüren und das dauert kurz. So, was ist hier los im April? Vergangenheitsreihe. Derzeitige, Hauptenergie die Sonne. Bessere Karte gibt es nicht. Hauptenergie für den April. Irgendwas macht euch hier sehr, bestärkt euch hier sehr. Okay. Lass mich mal reinfühlen, liebe Schützen. Nicht so super einfach zu deuten. Wir gucken jetzt mal, was so kommt, wenn wir nach und nach alles abgehen. Also, in der Vergangenheit hattet ihr eine Unklarheit. Hier war lange etwas unklar, im Unklaren, im Nebel, können wir auch so sagen, im Nebel. Es gab so eine Pro-Seite, es gab eine Kontra-Seite, aber tatsächlich gab es keinen inneren Ruf bei euch, was wäre besser. Also es gab tatsächlich keinen... Im Außen können die Leute immer sagen, mach das oder mach das, aber ihr hattet keinen Weg, weder nach rechts noch nach links. So fühlt sich das an. Das spielt mit rein jetzt in diesem Monat noch. Das ist noch nicht so lange her, dass es nicht mit reinspielen würde. Also es spielt jetzt mit rein in euren April. So,
das Ganze bezogen auf euer Thema Zuhause und Sicherheit, weil wir haben hier das Haus, wir haben das Haus auf dem Kopf. Das heißt, es war immer mal wieder sicher zu Hause, unsicher nicht zu Hause, sicher zu Hause, unsicher nicht zu Hause. So, weil, das weiß ich so sicher, weil wir unten das Schiff haben. Das heißt, ihr habt euch bewegt zwischen, ich kann euch das mal zeigen, das Haus steht tatsächlich halt auch Kopf, zwischen, ihr hattet die Entscheidung zwischen Sicherheit, obwohl es gar nicht mehr sich so sicher angefühlt hat, wisst ihr, was ich meine? Sonst wäre das Haus nicht auf dem Kopf. Es war nicht mehr die tatsächliche Sicherheit, es war die vermeintliche Sicherheit, weil es das Bekannte war. Sagen wir es so. Und dann haben wir hier das Schiff, die Reise. Das war immer so, geht ihr jetzt auf die Reise raus aus der alten Sicherheit, die tatsächlich ja schon gar keine mehr ist. Also nicht mehr in der Form, in der sie sich mal sicher angefühlt hat. Es war einfach nur die Gewohnheit. Die Macht der Gewohnheit war das Sichere. Und es war so ein ewiges, was tue ich, was tue ich, was tue ich. Weil der Ruf hin zu einer Reise, zu einem Neubeginn, der aber Ungewissheit bringt, wo man überhaupt nicht weiß, wo es einen hinbringt, das war da. Aber ja, ihr seid halt hin und her geswitcht. So, das spielt jetzt noch mit rein ins Jetzt. Jetzt und als Hauptenergie wunderschön ist die Sonne. Das heißt, ihr habt jetzt hier euren Nebel weg, sonst wäre die Sonne nicht da. Ihr habt hier ganz klar einen Weg für euch gefunden. Und in dem Weg, Prozess, ich sehe hier, es sind noch zwei Dinge auf dem Kopf. Die Sicherheit ist hier auch mit dem Schlüssel noch auf dem Kopf. Ihr seid schon mal auf einem Weg, der euch erfüllt. Ihr seid den Weg gegangen, der euch am meisten entspricht. Das heißt, euren Weg. Ich sehe hier unten durch den Park, dass ihr euren Weg gerade geht. Ihr versucht es nicht jemand anderem recht zu machen oder euch. Es geht tatsächlich um euren Weg. Und dass ihr hier euren Weg geht, das sagt euch erstens, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, sonst wäre hier nicht die Sonne. Und zweitens merkt ihr auch mit jedem Schritt, den ihr mehr in diese Richtung geht. Wow, wieso habe ich das nicht früher gemacht? Das ist so ein Gefühl von wow, wieso habe ich das nicht früher gemacht? Wow, es erfüllt mich. Das ist zwar noch steinig, aber auch ein steiniger Weg, der mein Weg ist, der fühlt sich ja überhaupt gar nicht schlimm an. Wieso hatte ich so Angst davor? Das ist so, ihr werdet immer mehr zu dem, was ihr tatsächlich seid, wer ihr tatsächlich seid. Und dann ist auch ein, das ist frei. Also ich bekomme tatsächlich dieses frei. Es ist super, super frei. Und es kann auch eine negative Erfahrung sein, aber wenn es nur eure eigene Erfahrung ist, wenn ihr es nur für euch macht, dann ist auch eine negative Erfahrung frei. Wisst ihr, was ich meine? So fühlt ihr euch gerade. Und dann spielt da aber der Herzensmensch mit rein. Da möchte ich eine Klärung. Der spielt mit rein. Ah, ihr versteht immer mehr, dass ihr dachtet, dass dieser Mensch eure Wunscherfüllung ist. Okay, jetzt ist easy mit der Karte. Dass dieser Mensch eure Wunscherfüllung ist, erkennt aber immer mehr, dass eure Wunscherfüllung vielleicht wo ganz woanders liegt. Ihr wisst noch nicht, wo die Wunscherfüllung ist oder ob es ein anderer, vielleicht, also ich sehe hier so einen Ring in der Zukunft. Das heißt, ihr freut euch auch auf die Chance einer neuen Beziehung, eines neuen Menschen. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier bekomme, dass hier schon jemand ist, nein. Aber diese Chance, dass ihr euch frei macht und dann frei entscheiden könnt, so das, ihr fühlt euch an wie das erste Mal frei. Als hätte euch jemand nicht erlaubt, frei zu sein. Also ihr selbst habt euch nicht erlaubt, bis jetzt euren Weg zu gehen. So fühlt sich das an. Die hier mit resonieren, so fühlt sich das an. So, jetzt seid ihr voll in der Sonne. Jetzt erkennt ihr, okay, euer Partner war doch nicht ganz eure Wunscherfüllung. Das war mal hier oben so, euer Herzensmann war so, das Ziel? Ich kann nicht sagen, dass der Wunsch zu diesem Menschen komplett raus ist, weil er liegt ja hier. Ihr beschäftigt euch aber gerade damit, nicht mit diesem Menschen tatsächlich an sich, sondern mit diesem, das war mal mein größter Wunsch. Ist das überhaupt noch ein Wunsch von mir? Weil es ist auf dem Kopf. Oder was ist, brauche ich gerade einen Wunsch? Sowas beschäftigt euch da. Und da kommt ihr auf diese Gedanken, kommt ihr durch das, dass ihr merkt, euer Herzensmensch war einmal euer allergrößter Wunsch. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das beschäftigt euch derzeit auch.
Ich sehe aber nicht, dass es noch der größte Wunsch ist. Also ihr seid da so ein bisschen am Abnabeln und am Neufinden von, was wünsche ich mir eigentlich? So, sowas bekomme ich. So, wie sieht die Zukunft aus? Wie sieht es Anfang nächsten Monats aus? Ihr hättet gerne eine... Also so ein bisschen Sicherheit, weil es ist so ein Weg der Unsicherheiten. Und ihr wünscht euch eine Beziehung. Ich sehe hier einen großen Wunsch nach einer Beziehung. Ihr wünscht euch eine Beziehung, die sicher ist, wo jemand treu ist, wo jemand loyal ist, wo jemand euch erzählt, was er denkt, wo jemand euch erzählt, was er fühlt, wo jemand sagt, hey, was fühlst du, was denkst du, was sind deine Wünsche? So, und das sind alles, und das ist ganz kraftvoll, aber es ist alles auf dem Kopf. Ah nee, der Ring ist nicht mal auf dem Kopf. Vielleicht habt ihr die Chance, tatsächlich jemanden kennenzulernen nächsten Monat, wenn der Ring hier überhaupt nicht auf dem Kopf ist, der diese Gefühle in euch auslöst. Das hier ist ein bisschen schade zu sehen, weil der Hund und der Ring sind hier auf dem Kopf. Und das sagt mir, also da kam mir direkt so die Botschaft, ihr glaubt noch nicht daran, weil ihr es noch nie erfahren habt. Ihr habt es tatsächlich noch nie erfahren, die Beschützen, die jetzt hier mit resonieren, dass... Also, wie so ein Märchen, ja, es gibt diesen einen Partner, an den ihr auch ganz tief in euch drin glaubt, dieser Herzensmensch, der wahrhaftig ist, der zu euch passt, der euch glücklich macht, der nur euch möchte, der euch unterstützt, der sicher für euch ist, der euch nicht weggenommen wird, der nicht fremd geht, lauter solche Dinge. Ihr wisst im Außen von Erzählungen von Freunden oder sowas, dass es das gibt, aber ihr glaubt noch nicht daran, dass es das für euch gibt. So, und da... würde ich mal sagen, das ist vielleicht so ein Selbstwertthema. Wenn ihr da was machen wollt, sagt, ja, Luna, Ali, so heiße ich eigentlich, Alexandra, habe ich, ihr könnt mich anschreiben, ich kann energetisch mit euch drauf schauen, woher kommt es, man kann es lösen, dass ihr mehr in euer Selbstbewusstsein kommt, in euer tatsächliches Ich, ihr seid gerade voll auf dem Weg, richtig, richtig gut, bleibt da, ihr seid auf dem richtigen Weg, das sagt die Sonne einfach. Oder ihr habt schon jemanden kennengelernt und schwankt halt, weil ihr einfach nur nicht an die Worte, was dieser Mensch sagt, glauben könnt. Ich kann euch ja auch in die Karten reinschauen, ja, weil potenziell kann hier jemand auftauchen. Ihr könntet diesen Menschen auch schon kennen. Und der Mensch kann euch, ich würde mal sagen, die Veränderung auch auf den Kopf. Ihr spürt, dass es anders ist, als es war. Er könnte euch vom Gegenteil überzeugen, wenn ihr euch dann traut. Ah, lieber Schütze, wenn ihr euch dann traut, wenn ihr diesen Menschen schon nehmen könnt, wenn ihr nicht da in ein altes Muster rutscht und ich bekomme sowas sofort wie, ach, das bin ich ja vielleicht nicht wert, ach, ich bin vielleicht noch nicht bereit, wieso? Wieso, ihr seid gerade voll auf dem richtigen Weg und auch im Prozess kann man euch schon gut finden. Ihr müsst ja, hat mir letztens erst jemand gesagt, eben, man muss ja noch nicht fertig sein und man ist auch nie ganz fertig, ja. Und, ja. Okay, lieber Schütze, spannende Legung. Noch eine Schatzkammer der Seele-Karte, bitte für den Schützen. Für den Monat, für die nächsten 4 Wochen. Schön bunt, schön grün. Fühlt sich schön an, glücklich. Weisheit, neues und altes Wissen durchdringen mein Sein. Neues und altes fügen sich gemeinsam und ihr werdet daraus vielleicht auch so 1, 2, 3 große Schlüsselbotschaften bekommen, ja, die euch dann durchs Leben begleiten. Sowas wie, wenn euch eure Enkelkinder mal fragen, du Oma, wieso hat das bei dir eigentlich geklappt in deinem Leben? Oder so, was ist dein größter Wissensschatz? Dann sagst du, ja, der und der Schlüssel, der kann einem bei der und der Sache immer helfen, zum Beispiel. So, ihr könntet richtig große Erkenntnisse, danke, jetzt habe ich endlich das Wort, Erkenntnisse bekommen die nächste Zeit, indem sich die alten Sachen verabschieden, sich neue bilden und ihr daraus einen Wissensschatz bekommt. Okay, liebe Schützen, das war eure Legung. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet und macht es gut, passt auf euch auf. Ciao!